Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei GameTesticular.de. Hier ist euer Raphael und ich habe heute den Kracher schlechthin der bisherigen Saison für euch. Und zwar müssen wir gegen die Seattle Seahawks hier ran. Sie sind Rang 1 in der NFC West, wir nur Rang 2. Das Einzige, was uns trennt, ist, dass wir eine Niederlage mehr haben. Das eine Spiel haben sie, glaube ich, als unentschieden beendet. Wenn man der Statistik hier rechts hier trauen mag, nur da nicht. Na, komm zurück hier. Und ja, da müssen wir unbedingt zusehen, dass wir heute gewinnen, um uns zurück hier an die Spitze zu setzen. Das wäre so wichtig. Wir wollen natürlich wieder den Super Bowl einziehen und diesmal auch gewinnen. Und dazu müssen wir hier einfach jetzt Leistung zeigen. Ja, und wie gesagt, das Spiel wird sehr interessant. Wir sehen uns gleich direkt im Stadion wieder. Bis dahin. Und da sind wir auch schon hier wieder zurück im Levy Stadium, unserer Heimarena. Und ich bin so gespannt, wie das hier weitergehen wird. Und wir dürfen schon wieder starten mit der Offensive. In den letzten Spielen verfolgt uns hier fast sowas wie das Glück. Wir dürfen oft hier starten, jetzt mit der Offensive und auch hier wieder. Ja, freut mich, finde ich gut. Und bin hier sehr gespannt, ob wir hier... Wir müssen hier gleich am besten den Touchdown erzielen, natürlich. Oh oh. 26-Yard-Linie. Kaepernick kommt aufs Feld. 4 Interceptions, 11 Touchdowns geworfen. Nicht so berauschend, würde ich eigentlich sagen. Aber gut. Wie gesagt, die Seahawks enorm starke Defensive. Das waren die Mannschaft, die uns richtig gedemütigt hat hier im letzten Spiel. Und da müssen wir jetzt zusehen. Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Was soll man dazu sagen? Nee, das verschlägt mir direkt zum Start ins Spiel die Sprache. Enorm schlechter Start. Erster Wurf, erster Spielzug, die Interception für uns. Das ist einfach, das ist grandios schlecht. Und den Vorteil des Startens hier haben wir direkt aus der Hand gegeben. Ja, ja, der war incomplete. Jetzt 2.10 hier für die Seahawks. Oh, ich glaube, das hätte das Spiel auch schon so begonnen. Was ist denn heute los hier? Begonnen natürlich. Oh, und dann müssen wir jetzt zusehen, dass wir hier... Und sich beeindrucken lassen. Ja, ja, das ist gut, das ist gut. Puh, sehr schön. Ja, ja, jetzt machen wir wieder Man Coverage hier, also Manndeckung. Und dann wollen wir mal sehen. Wenn ich hier das Programm... So. So, Man Coverage, die angekündigt. Und dann machen wir ja Cover. One Spy. Oder auch nicht. Madden hatte wieder was dagegen. Ach, komm schon. Komm schon, Wilson. Findet den Receiver. Und das ist der neue erste Versuch. 3. und 7 und sie haben sich hier den neuen ersten Versuch geholt. Durch Jones, der hier nochmal 16 Yards für die Seattle Seahawks rausgeholt hat. Ich bin davon überzeugt, dass hier die Manndeckung erstmal die richtige Variation ist. Gegen die Seahawks hier. Oh, das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Und das ist hier der Touchdown. Das kann nicht wahr sein. Für die Seahawks. Oh, 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 oh.
Optimal beschissener Start hier von uns. Und jetzt müssen wir hier aber nachziehen. Wenn wir jetzt das Spiel schon außer Hand geben, dann wird das hier ganz bitter für uns enden. Wir müssen jetzt wirklich zusehen, dass wir hier was auf die Beine stellen. Koste es, was es wolle. So, Kaepernick jetzt hier. Laufspiel über Blount. Ja, ja, das sind immerhin schon mal ein paar Yards, die er hier rausholt. 7 an der Zahl. Und das brauchen wir nochmal. Genau das brauchen wir nochmal. Passspiel, es ist so gefährlich hier gegen die Seahawks. Und wieder! Neuer erster Versuch. Sehr schön. Wenn es mit dem Laufspiel klappt, dann machen wir eben das. Das ist doch alles kein Thema. Man muss nur ein Mittel hier finden gegen Seattle. Und das ist genau das Schwierige. Und das ist in unserem ersten Spiel der Saison absolut nicht gelungen. Und hier kommen wir wieder gut vorwärts, ehrlich gesagt. Gibt es nichts zu meckern. Sehr schön, und das ist der neue erste Versuch wieder. Jetzt viel über Blount, es geht hier natürlich viel über Blount. Play Action probieren. Vielleicht läuft Kaepernick wieder selber. Oh ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und das ist auch wieder der neue erste Versuch hier. Schön. Das ist so wichtig. Na, wo ist unsere Formation? Hier. Nein, das ist Flat. Demaryius Thomas hier. Komm schon. Ah, der kam nicht gut genug. Zwei Leute waren dabei, Thomas, um ihn zu decken. Dementsprechend hat das nicht ganz geklappt hier. 2010, wir müssen hier vorwärts kommen. Oh, unfassbar. Starke Defense jetzt. 3. und 12. Oh. Erstes Viertel schon wieder vorbei. Mensch, die Zeit, die verfliegt hier immer. Ist unfassbar. Oh, wir brauchen hier die Punkte noch. Wir müssen vor der Halbzeit hier auf jeden Fall noch Punkte erzielen. Das ist essentiell wichtig. Nein. 4. und 8. Ich will das ausspielen. Ich will das ausspielen. 4. und 8. Ich spiele das aus. Gott, oh Gott, ist das verrückt. Und das ist also genau die richtige Option gewesen. Unfassbar. Guckt euch das an, Kaepernick. Holt hier einen richtig, richtig großen Batzen raus. Und jetzt haben wir hier alle Trümpfe in der Hand. Jetzt können wir hier hoffentlich den Touchdown erzielen mit 3 Versuchen. So stark von Colin Kaepernick hier. Na, da wird hier noch geblockt. His team is down, but they are marching down the field. What a drive this has been. Second and goal from the 5. Und Touchdown! Colin Kaepernick selber mit dem Touchdown hier. Sehr, sehr schön. Yes! Und das ist der Ausgleich. So wichtig. Und genau so wollen wir das sehen. Mit Laufspiel klappt das hier besser gegen die Seahawks. Oh, der war nicht gut getroffen. Nicht optimal. Boah, da wurde aber ordentlich abgeräumt. Und dann steht er einfach wieder auf, als wäre nichts gewesen. Jetzt verteidigen. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Wir dürfen hier Russell Wilson, dürfen wir hier keinen Platz geben für sein Spiel. Dropping back 3. Throws the pass.
Und das reicht nicht für den neuen Ersten. Zweiter und eins. Aber das war knapp. Da hätten wir Russell Wilson fast weggesackt. Two-Minute Warning jetzt hier. Oh, oh, oh. Zweiter und eins, ja. Mein Gott, natürlich. Werden sie das vielleicht machen? Nein, nein. Das reicht nicht. Dritter und eins. Das reicht doch nicht. Ja, was ist denn hier los? Ein Jahr, da wollen die Passspiel machen, statt einfach geradeaus zu laufen. Das werden sie jetzt machen. Das machen sie nicht. Aber der Pass kommt dafür an. Ah, hier nochmal runtergehauen. Aber noch besteht hier die Chance für die Seahawks, nochmal in Führung zu gehen vor der Halbzeit. Und das wollen wir natürlich unbedingt verhindern. Wir brauchen hier diesen Sieg. Wir müssen hier im Spiel bleiben. Und sie kommen hier nochmal gefährlich nah. Gefährlich nah. Oh, oh, oh. Die Zeit wäre unser bester Freund, aber die Zeit ist nicht auf unserer Seite, so wie das aussieht. Noch mehr als genug. Zeit auf der Uhr. Und der wird immerhin zu Fall gebracht hier. Das heißt, die Uhr läuft weiter. Zweiter und zwei jetzt. Russell Wilson, ihr seht das. Sechs angekommene Pässe hintereinander. Nicht schlecht. Aber das beeindruckt uns natürlich keineswegs hier. Und weggesackt. Dritter und zehn. Ist das das Ausrufezeichen hier? Und jetzt noch einmal. Noch einmal Stärke zeigen hier. Und dann machen sie maximal hier die drei Punkte für das Field Goal. Jetzt brauchen wir hier einen Sahne-Spielzug. Nein, ja, 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 ja. Yes, yes, yes. Das war ein Ausrufezeichen hier von unserer Defensive Line, die hier einen super Job macht in den letzten Minuten. Und die Seahawks hier weit zurückgedrängt hat nochmal. Sie waren 2 Yards, hätten sie gebraucht, jetzt sind es 15. Und jetzt hier natürlich das Field Goal. Ja, dann nehmen wir einfach mal hier ein Timeout, weil wir es können. Einfach nur, weil wir es können. Da wird man 35 Sekunden, wer weiß. Vielleicht gibt es Überraschungen und wir machen hier noch einen Touchdown. Weiß man das? Nein. Und genau deswegen werden wir die 35 Sekunden versuchen zu nutzen. Und die schießen da. Oh, die ein Glück. Haben die ein Glück hier. Schießen die da an die, ja, an Pfosten, ich weiß nicht, wie das im Football heißt. An die Stange, an den Pfosten, wie auch immer. Oh, schön. Gut verarbeitet gekommen, 29 Yard. Und da machen sie, deswegen machen sie da noch die drei Punkte, da haben sie Glück gehabt. Naja, hinten ist nicht viel los jetzt hier. Ah, der war vielleicht ein bisschen zu früh gespielt. Wenn sie jetzt schlau sind, stellen sie hinten drei rein. Machen sie nicht. Machen sie überhaupt nicht. Hinten stellen sie überhaupt keinen rein. Ah, kommt auch nicht an. Passgenauigkeit. Für die Cuts hier. Jetzt stellen sie die drei Leute hinten rein. Kommt immer reichlich spät. Unfassbar! Das reicht nicht. Den hatte Thomas gefangen und dann verliert er ihn wieder. Ach, komm schon. Nein, ich wollte nicht punten. Nein, ich wollte doch gar nicht punten. Na toll. Na toll. Wir wollten ja alles andere, aber nicht punten. Na Mann. Mann, Mann, Mann. Mehr als ärgerlich. 5 Sekunden auf der Uhr noch. Und dann geht's in die Halbzeit. Mit 10 zu 7 vermutlich. Es sei denn, die machen hier wirklich noch. Die machen hier Hail Mary. Ja, ist egal. Zweite Halbzeit steht jetzt an. Wir waren 5 Minuten, hatten wir Spielzeit.
5 Minuten Ballbesitz und wir haben daraus nicht gerade sehr viel gemacht, aber ist egal. Hier ist noch alles drin. Definitiv noch alles drin hier. Ja, ja, komm. Feiert euch da mal nicht zu früh hier. Das Spiel ist noch nicht vorbei, meine lieben Freunde aus Seattle. Hier wird noch ordentlich was passieren. Hoffe ich jedenfalls. Ja, ja, das ist kein neuer erster Versuch. Nein. Das reicht nicht. So, wir müssen sie jetzt hier aufhalten. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann können wir hier wieder in Führung gehen. Selbst wenn sie nur ein Field Goal erzielen, wäre es auch gut. Dann könnten wir auch mit einem Touchdown wieder vorne sein. Wenn sie einen Touchdown machen, wird es schon langsam schwieriger. Vor allen Dingen, weil sie jetzt schon mehr auf Laufspiel hier setzen, um die Zeit runterzunehmen von der Uhr. Ja, ja, das sieht man hier. Sie machen das ja alles ein bisschen sicherer. Und da wird er aber ordentlich weggetackelt. Dass der hier noch aufsteht ohne Probleme. Nicht schlecht. 2007 jetzt. Ja, ja, second down, so sieht das aus. Das kann nicht wahr sein. Russell Wilson holt das selber den neuen Versuch raus. 18 Yards hier. Der Run von ihm. Ray Rice da auf den Außen. Aber es wird hier Laufspiel werden. Und den haben wir gut abgefangen. 2.13, die Uhr läuft. Solange sie hier keinen Touchdown machen, ist die Uhr auch noch auf unserer Seite. Wir müssen dann nur wirklich punkten. Flag? Och nein. Zweiter und 18. Oh, oh, oh. Da mussten sie nochmal schön zurück. So lobe ich mir das. Sehr schön. Dritter und 18. Oh mein Gott. Und wenn die von hier, wenn wir die hier jetzt stoppen. Hier machen die kein Field Goal. Nein, nein, von hier machen die kein Field Goal. Das wäre unsere Eintrittskarte zurück ins Spiel. Und jetzt Daumen drücken hier. Daumen drücken für unsere San Francisco 49ers. Und das reicht nicht. Vierter und 18 ist das denn zu fassen. Grandiose Defensivleistung hier von unserer Defensive Line. Wirklich stark. So, und jetzt. Alles oder nichts. 5 Minuten noch zu spielen. Wir machen jetzt auch das Laufspiel eher. Wir haben jetzt hier die Ruhe weg. Wir brauchen hier einen Touchdown. Wenn wir Zeit von der Uhr nehmen können, ist das nur gut für uns. Und das Laufspiel klappt ja hier einigermaßen. 5 Yards jetzt hier rausgeholt. Im Schnitt bräuchten wir 3 Yards für einen neuen ersten Versuch. Sollte man eigentlich holen. Oh, oh. So viel zu dem Thema. Dritter und 8. So viel zu dem Thema. 3 Yards, kein Ding, kein Ding. Ja, ja, 3 Yards Raumverlust hier. Und das ist wieder Colin Kaepernick. Das zieht einfach immer hier. 62 Yards zurückgelegt. Das ist stark. Das ist stark von Colin Kaepernick. Und jetzt letztes Viertel. Wir haben hier alles in der Hand. Wir haben hier wirklich alles in der Hand. Nein. Aber es ging mal sowas von schief. Das ging ja mal sowas von schief. Oh, jetzt kommen nochmal. Vielleicht klappt es nochmal mit Kaepernick. Guckt euch das an. Die gehen da mit 10 Leuten oder was auf diesen Kaepernick drauf. Jetzt 3. und 12. Oh, oh, oh.
Jetzt stehen wir hier wieder mit dem Rücken zur Wand. Curl-Kombo, wir brauchen jetzt den guten Moment. Verteidiger steht wieder gut. Und abgefangen. Oh, oh, oh. Wir müssen das aber ausspielen, das hilft alles nichts. So, alles oder nichts. The quarterback realizes time is a factor. They need to put some points on the board. Du bist ein Teufelskerl, Demaryius Thomas! Das ist nicht zu fassen! Demaryius Thomas, du bist ein Teufelskerl! Da hauen die hier immer, vierter Versuch, da hauen die hier sowas raus. Diese Mannschaft ist einfach nicht mehr zu fassen. Das ist unfassbar. Nichts für jemanden mit einer Herzschwäche, definitiv nicht. Ist das zu fassen? Nö, da läuft er weiter und dann holt er sich den Touchdown. Der Typ ist so unfassbar wichtig. So, und jetzt nochmal gut verteidigen. Zwei Minuten 50. Circa noch auf der Uhr. Und jetzt kommt es hier drauf an, das Stadion tobt. Oh, das reicht natürlich noch, um hier weit zu kommen. Aber wenn wir sie jetzt hier aufhalten können, ein Field Goal würde nicht reichen. Ein Field Goal würde hier nicht reichen. Oh, 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 jetzt ist die Spannung hier da. Aber wir müssen das gewinnen, um hier die NFC wieder anzuführen. Die NFC West. Oh, das ist gut. 2007, das ist gut. Die Uhr läuft. Und wir lassen die Uhr jetzt auch mal laufen. Jetzt läuft sie nicht mehr. Doch, sie läuft noch. Man kann sich ja mal Zeit nehmen beim Aussuchen seiner Defensivformation. Nein. Oh, oh, gerade noch aufgehalten. Wunderschön. Und jetzt Timeout. Nee. Kein Timeout. Warum ist denn die Zeit stehen? Zeit läuft. Jetzt 2-Minute Warning. Oh mein Gott, ist das spannend. Oh, nicht zu Lode mit einer Herzschwäche. Definitiv nicht. Alles oder nichts. Das ist das Spiel hier. Alles oder nichts. Ja, weggesackt. 2017. Wie wichtig ist das denn bitte? Und wieder. 3. und 23. Das ist doch nicht zu glauben. Das ist doch hier nicht zu glauben, was unsere Defense hier auf die Beine stellt. Oder von den Beinen holt, besser gesagt. Und er kommt nicht an. 4. und 23. Ist das zu fassen? Ist das hier zu glauben? Ja, ja, das wird hier. Ach, das wird doch. Die werden nicht punten. Da werden sie doch dumm. Also wenn die hier punten, da wären die doch blöde. Die punten. Sind die komplett irre? Die müssen doch komplett irre sein. Die schenken hier den Sieg aus der Hand. Also die schenken hier zumindest die Chance auf einen Sieg aus der Hand. Unfassbar. Das habe ich noch nicht erlebt. Hätte ich nie und nimmer vermutet, dass die hier punten. Warum auch? Ist total dämlich eigentlich. Widerspricht allen an Logiken hier, die der Football hat. Und das ist der nächste erste Versuch für uns. Jetzt nehmen sie natürlich das Timeout. Ja, hätten sie mal lieber vorher den Spielzug zu Ende gespielt. Nein, wir machen jetzt hier nur, das ist zu wichtig. Wir machen hier kein Passspiel mehr. Laufspiel nur noch. Dieses Spiel ist viel zu wichtig, als dass wir hier irgendwelche Experimente wagen wollen. Die Interception zum Start hat schon gereicht, ehrlich gesagt. Und Blount hier! Blount! Der macht das Unmögliche möglich und holt den nächsten Touchdown. Und damit den Sieg für unsere San Francisco 49ers in diesem ach so wichtigen Spiel. Das ist doch nicht zu glauben. Und damit sind wir wieder da, wo wir hingehören, an der Tabellenspitze der NFC West.
Jetzt können sie hier einen Touchdown erzielen, das ist uns auch egal. 21 zu 10, wie wir hier noch die Kurve gekriegt haben, das ist aller Ehren wert. Das ist wirklich aller Ehren wert. So, jetzt ist die Anspannung weg. Jetzt ist die Anspannung weg und die Freude kommt langsam hier auf. Sehr schön. Yes, yes, yes. Dieses Spiel, das war so wichtig, sie haben uns so vorgeführt. Sie haben uns so unglaublich vorgeführt im ersten Spiel der Saison. Und jetzt hier im wichtigen Spiel siegen wir. Hinten sind die Schweinefett, ne? Ja, genau, so sieht das aus. Die wichtigen Spiele hinten raus, das sind wirklich die, die man gewinnen muss. Und vorne, ach, kann man alles wieder gut machen. Und jetzt ist hier, ist das nochmal der Touchdown? Nein, nein, nein. Da halten wir sie nochmal auf. Oh, oh, was für ein Spiel. Oh, incomplete. Ja, ja, incomplete, das reicht nicht. Jetzt Overload Free hier. Formation. Jones gonna get set in the slot for this snap. Second and 10. He makes the catch. Na, wieder gestoppt. Sehr schön. Und selbst wenn sie hier den Touchdown machen, ist das der Sieg für uns. Ja, 2. und 4. Jetzt nehmen sie natürlich die Timeouts. 30 Sekunden jetzt hier noch auf der Uhr. Sie wollen wenigstens noch die Punkte erzielen. Hoffentlich können wir es verhindern. Wäre sehr wichtig. Naja, es läuft hier die Uhr. Oh, oh. Jetzt kann man sich auch eigentlich keine Zeit mehr lassen mit dem Auswählen hier. Jetzt wollen sie die Zeit anhalten. Das sind Füchse. Sekunden verbleiben in diesem verrückten Spiel. In diesem Spiel, was so wichtig für uns war. Und er wirft ihn weg. 3. und Goal. Ich glaube, der letzte Timeout, nee, noch nicht genommen. Ach ja, war ja weggeworfen. Ja, sie können den Touchdown noch machen. Schön wäre es, wenn nicht. Um einfach die Höhe des Sieges etwas zu beeinflussen. Und da wird Wilson weggesackt. Jetzt sehen sie das. Den Timeout. Schön zurückgedrängt. Unsere Defense macht einen grandiosen Job hier. In dieser zweiten Halbzeit. Und da machen sie den Touchdown. Geschenkt. Geschenkt, geschenkt. Das hilft ihnen alles nicht weiter. Ja, ja, natürlich Two-Point-Conversion jetzt hier noch. Holen sie auch. Aber das Spiel geht hier an uns. Jetzt machen sie noch den Onside-Kick. Ist das zu fassen? Ja, ja, das reicht nicht. So, 3 Sekunden für uns. Oh, jetzt machen wir mal Spaß hier. Der Trainer bedient und wir freuen uns natürlich. Just for fun, Hail Mary. Klar, schicken sie Leute hinten rein. Der war sogar noch gefangen. Aber nicht mehr im Feld. Und das ist der Sieg. Desaströse Passgenauigkeit von Kaepernick. Wirklich desaströs. Oh, dieser eine Pass. Dieser eine Pass. Das war der wichtigste. 63 Yards. Und da haben wir gewonnen. So. Ja. Unfassbar. Das muss ich erstmal sacken lassen. Wir schauen mal, wer der nächste Gegner ist. Und schauen uns die Tabelle an. Yeah. Ja, das nächste Spiel seht ihr hier gegen die Cardinals.
Ja, also ich neige dazu, sie etwas zu unterschätzen, wenn ich so die, deren Statistik sehe. Also die Cardinals spielen natürlich eine grandiose Saison, ne? Ganz klar sieht man hier 0 Siege, 9 Niederlagen. Das muss man so auch erstmal schaffen. Das ist nicht so einfach. Und ja, das werden wir natürlich probieren, daraus eine 10 zu machen, die Niederlagen direkt mal zweistellig zu machen. Wenn wir hier gucken, in der Offensive Leaders, Wes Welker, da ist nicht mehr Demaryius Thomas auf 1. Wes Welker jetzt, aber den holen wir uns nächste Saison. Machen wir hier eine Ankündigung, holen wir uns nächstes Jahr, kein Thema. Ne, wir haben ja noch den Nummer 1 Pick, sehr, sehr cool. Und so lange geht die Saison hier auch gar nicht mehr. So viele Spiele sind das, glaube ich, gar nicht mehr. Und dann startet Saison Nummer 3 schon. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen hier. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und ihr fandet es genauso spannend wie ich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Teil hier dieser Serie wiedersehen. Bis dahin, euer Raphael von GameTesticle.de.